Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Schutzmaßnahmen ist unser Thema und zwar im speziellen Personenschutz. Das letzte Mal haben wir gesprochen über die Schutzisolierung. Ich denke, das ist häufig klar geworden. Heute sprechen wir über eine zweite Möglichkeit, nämlich die Schutzkleinspannung. Was das ist, werden wir sich auch kurz ansehen. Und zwar, hier wieder mein System, ja, hier, Trafostation, Zuleitungen, die drei Phasen, Neutralleiter und jetzt, ich meine, was die Trafostation kann, ja, das hat eine Mittelspannung auf die Kleinspannung. Ja. Warum machen wir das nicht zu Hause auch? Ja? Warum verwenden wir nicht Spannungen, die einfach ungefährlich sind? Wir haben immer gehört, Berührspannungen, 50 Volt sollten vermieden werden, bleiben wir unter 50 Volt, soll es eigentlich nicht gefährlich sein. Nun, das ist genau das, was eine Schutzkleinspannung macht. Ja. Also man geht dann praktisch von der Phase weg, ja, geht nachher in einen Schutztransformator, ja, machen wir noch ein bisschen Anlagenschutz mit einer Sicherung. Ja. Der Schutztransformator hat eine Primärseite und eine Sekundärseite. Feinsicherung oder was eine? Und da hinten haben wir eine Spannung, die ist klein. Ja. Diese kleine Spannung, die werden üblicherweise bezeichnet als ELV. Extra Low Voltage. ELV-Spannung, ja, oder Schutzkleinspannung. Also, das sind Kleinstspannungen und üblicherweise sind die kleiner wie 42 Volt. Ja. Kleiner 42 Volt. Ja. Bei Kinderspielzeug, Achtung, kleiner 24 Volt. Ja. Ja. Schutzkleinspannung. Wenn man, ich meine, laut Norm kleiner 50, 65 Volt in Österreich haben wir schon gehört, 42 Volt sind wir gut davon entfernt. Das, und beim Kinderspielzeug kleiner 24 Volt, das sollte also auch die Schwächsten schützen. Nun, es gibt auch aber verschiedenste ELV-Systeme, gell? Es gibt zum Beispiel die SELV. Das ist die Safety. Safety extra low voltage. Okay. Das bedeutet, im Normalfall habe ich kleine Spannung. Ja. Im Einzelfehlerfall habe ich eine kleine Spannung. Und auch bei Erdschlüssen in anderen Stromkreisen. Also wenn hier irgendwo bei einer anderen Phase ein Erdschluss auftritt, haben wir mal, kann man sich überlegen, wie das ausschaut, wann dort wirklich wenn praktisch eine Phase gegen Erde gezogen wird, was dann mit dem Neutralleiter passiert und so weiter. Aber auch in diesem Fall bleibt die Spannung klein. Ja? Also ungefährliche Spannungen im Normalfall. Ich meine, das ist logischer Weg, ne? Im Fehlerfall ist klar, aber normal reißt es ja. Ungefährliche Spannung im Normalfall, Einzelfehler, bei Einzelfehler und bei Erdschluss in anderen Stromkreisen. Also das ist normalerweise eine Schutzkleinspannung in einem ungeerdeten System. Safety extra low voltage. Okay? Dann gibt der PELV. Und das P
wird genannt Protective. Das Protective bedeutet, ich habe Kleinspannungen im Normalbetrieb und im Einzelfehlerfall. Bei Erdschlüssen in anderen Stromkreisen heißt nicht, dass ich da nur mehr ungefährliche Spannung habe. Ja? Also das ist ein Schutz Kleinspannung mit elektrisch sicherer Trennung an und für sich. Ja? Also schreiben wir auf, dass es ungefährliche Spannungen im Normalfall und bei Einzelfehler. Der Erdschluss in anderen Stromkreisen kann dazu führen, dass gefährlich wird. Okay? Und dann gibt es, aus irgendeinem Grund schreibe ich das jetzt gerade, der Felf. Das F ist functional. Und da haben wir ungefährliche Spannungen, ich meine, eins weniger im Normalfall. Ja. Immerhin, nicht? Aber sobald auch ein Einzelfehler kann dazu führen, dass dann schon gefährliche Spannungen. Also da hat diese Kleinspannung nur rein funktionalen Charakter, keinen Schutzcharakter. Okay? Da sind andere Schutzmaßnahmen sind hier noch zusätzlich zu machen. Okay? Ja, also prinzipiell. Wo wird das angewandt? Bei irgendwelchen Steuersignalen, ja, bei irgendwelchen, also wenn man in so einen Schaltschrank reinschaut, da ist die übliche Spannungsversorgung von irgendwelchen SPSen, von irgendwelchen Sensoren, von irgendwelchen Aktoren und so weiter, sind 24 Volt sehr häufig, ja. Das ist einfach, weil das eine Schutzkleinspannung ist und dann kann der Schaltschrank, können alle Leitungen drin, im Prinzip brauche ich keine Klemmen abdecken und so weiter. Wenn das eine gefährliche Spannung wäre, müsste ich dann überall, wo es möglich wäre, theoretisch zu berühren, auch mit einem Werkzeug, muss ich dann so Abdeckungen drüber machen, das ist einfach mehr Arbeit. Ja. Deswegen macht man dort Schutzkleinspannungen, dann in Handlampen, Werkzeugen und so weiter in engen Räumen, da wird das gemacht. Kinderspielzeug natürlich, 24 Volt, ja, also normalerweise funktioniert ein Kinderspielzeug nicht mit 230. Ja, Schutzkleinspannung. Eine weitere Möglichkeit zu schützen, ja, Personenschutz zu betreiben. Eine andere Möglichkeit funktioniert sehr ähnlich, aber wir haben da hinten keine extra Low Voltage, sondern Joe, ist die Schutztrennung. Wie das funktioniert, werden wir uns das nächste Mal ansehen. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.